Wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir sind zurück bei Witcher 3 Hearthstone und sind hier in der letzten Folge, haben gar nicht so viel gespielt, sondern haben hauptsächlich uns weiterhin mit der Story beschäftigt. Und zwar hat sich herausgestellt, dass der gute Olrek, oder Olrek heißt der glaube ich, der Typ, glaube ich, von Everrek oder Everest oder wie auch immer, oh, warte mal, ich habe ein Level-Up. Level-Up ist schon mal gut. Ziemlicher Arsch ist und einfach mal ganz hart einen seiner Leute geköpft hat. Wie das halt so ist. Okay, so. Wirbel auf Stufe 5. Jetzt geht's hier rund. Und ja, der hat dann einfach mal dafür gesorgt, dass einer seiner Jungs abgemurkst wurde. Das gut in Brand gesetzt wurde und uns gleich mal seine dämlichen Aufgaben aufgedrückt hat, denn der hat genauso wie wir mit dem Spiegelmeister einen Pakt. Und jetzt ist der Spiegelmeister in seiner Pflicht und hat uns genommen und gesagt, hier, der Typ wird das erledigen. Und das ist natürlich ganz, ganz großes Kino. Na? Destorvision machen wir uns jetzt auf den Weg nach Oxenfurt zu Shani, um vielleicht ein bisschen was zu erfahren über die Familienkrypta von Everrek, denn er will, was ist das hier, Nachterscheinung, verschwinde Mädel, er will zum einen, dass wir seinen Bruder wieder los, erwecken, damit er nochmal feiern kann. Und zum anderen will er, dass wir ihm ein Haus bringen. Vor allen Dingen ein Haus bringen. Das ist super lustig. So, und nicht wundern, ich habe mir jetzt gedacht, ich nutze jetzt die Zeit einfach mal. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Und verreite mich jetzt hier gerade. Während ich die ganze Geschichte so ein bisschen erzähle. Und reite ja einfach mal Richtung Oxenfurt. Na klasse, das hat's jetzt gebracht. Alter Schwede. So. Und dann gucken wir uns nochmal die schöne Nacht, schöne Landschaft bei Nacht an. Neue Markierung. Hä? Warte mal. Was ist hier los? Hier habe ich noch eine Quest. Hallo, Jungs. Was habt ihr denn da drin? Darf ich euch helfen? Was ist denn hier los? Geht dich nichts an, klar? Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich, aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Das Gewürm? Okay. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Juhu. Rasch, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Oh, Ghule. Oh Gott, die sehen aber hübsch aus. Level 11 Ghule. Die sind schnell erledigt. Oh, das war's schon. Erledigt. Türen auf. Leichen. Die haben die Ghule angezogen. Ja. Oh. Die Frage ist, wo kommen die Leichen her? Verwendet ihr die Scheune als Friedhof? Nein. Wieso fragst du? Ich habe menschliche Überreste darin gefunden. Zahlreiche. Die haben die Nekrophagen angelockt. Das waren Banditen. Hätten sie nur Geld genommen, hätten wir uns sozusagen auf Leben und Leben lassen geeinigt. Aber als sie Hedy in die Scheune geschleift haben, hat's uns gereicht. Wir haben die Mistgabeln geschnappt und... Na, du hast ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Oh. Wenn ihr das nächste Mal jemanden umbringt, müsst ihr die Leichen begraben. Tief. Um diese hier müsst ihr euch auch kümmern. Sonst locken sie noch mehr Leichenfresser an. Machen wir. Danke, Meister Hexer. Gott, ey, weißt du, denkst du, hast echt alle Quests erledigt? Hier ist dein Lohn. Und dann kommst du hier an und findest hier Level 11 Quests. Das ist ja der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. 20 Kronen immerhin.
So. Eine Scheune voller Ärger. Na schön. So, weiter geht's. Auf nach Ochsenfurt. Aber sag mal schön, wenn man hier so ein bisschen durchreitet. Findet mal wieder ein paar Sachen. Findet noch ein paar Quests, die man noch nicht erledigt hat. Ich habe, glaube ich, auch bei Ochsenfurt eine Quest noch nicht gemacht, die ich dann, als ich den Todesmarsch gespielt habe, die ich da aber gefunden habe. Hier ist auch schon wieder Subfelderhof. Das ist echt Wahnsinn, wie viel Zeug das hier gibt. So. Wir müssen irgendwie hier rüber. Auf die Brücke müssen wir. Genau. So, auf nach Ochsenfurt. Guten Tag, die Herren. Hallöchen. Ach, schön. In die Stadt hinein. Ach, fein. Ach, fein. Schleiflustig. Ach, es ist schon toll. Es ist schon Niemand toll. Darf passieren. Nie? Halt! Oh? Erst Kriegsabgaben zahlen. Was? Schon wieder? Maul halten! Zahlen! Ich hab schon gezahlt. Einmal reicht. Spion, festnehmen! Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Oh. Du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Liebe Raduvid. Nehme ich jetzt rausgeschickt? Nein. Wollte gerade sagen. So. 3:04 Uhr. Lang lebe. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Nee. Gut. Was war das denn für ein Schwert? Axi. Kritischer Trefferbonus. Kritische Chance. Okay. Ah. Ja, Jungs, geht mal aus dem Weg jetzt. Ist ja schlimm mit euch. Pass bloß auf, Mutant. Hast du gerade Mutant gesagt? Ich glaub's ja wohl. Lass mich, dein Atem. Oh, bist du ein Hex? Lasst sie in Ruhe. Warum denn? Sollen wir lieber dich vögeln? Können wir machen. Aber dein Gesicht musst du in einem Sack verstecken. Verschwindet, bevor ich euch fertig mache. Wir werden ja sehen, wer hier wen fertig macht. Schnappt ihn! Stopft ihm das Maul! Schlachtet die Mistkapon ab! Och, Stufe 8, doch sehr süß. Macht schon, verdammt nochmal! Das reicht jetzt. Erledigt, ihr Hunde. Glaub's ja wohl. Legt ihr euch hier mit dem Geralt an? Ja. Ich hätte es auch alleine geschafft. Aber trotzdem logisch. Danke. Du hättest es geschafft? Gegen diese Männer? Ganz alleine? Klar doch. Knie in die Eier, Ellbogen in die Kehle, fertig. Mhm. Soll ich dich nach Hause begleiten? Hey, langsam. Ich bin dankbar, aber ich steige deshalb nicht mit dir ins Bett. Ich begleite dich nur. Mehr nicht. Wenn das so ist... Ja, komm. Ja, was sie gleich denkt. So, wo müssen wir denn hin? Hm? Meister Hexer, hilfst du den Leuten immer umsonst? Manchmal umsonst. Meistens gegen bezahlt. Ich hatte schon Sorge, dass du nicht ganz normal bist. Die Hexenjäger verteidigen. Oh, das sind wir schon da. Du hättest dir die Mühe wirklich nicht machen müssen. Das mag sein, aber sicher ist sicher heutzutage.
Pass auf dich auf. Ja, schön. Der olle Samariter. Der olle Samariter wieder mal. So, ab in die Taverne. Jo. Taverne zur Alchemie. Nehmen wir alles mit hier. Wo ist sie? Oben ist sie. Na, mal gucken. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Oh. Bereit? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Steiler Zahn. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja. Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Da sagt er gleich also, gar nichts mehr. Sie Brillen? Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen tragen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du... nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf nicht Hexer. So sehr, also, ist so geil. Spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Klar. Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva. Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Ja. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Dass es doch gar nicht mehr gibt. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Ja, jetzt brauche ich dich. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an?
Genau. Das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er könnte ein Magier sein, ein Dämon oder ein Djinn. Du weißt es nicht? Er hat große Macht. Mehr muss ich nicht wissen. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Na dann. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Oh. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Esteken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wlodimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. So, und wo ist das Evereck anwesend? Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Die ist so geil, die will auch alles mitmachen immer. Gott. So, wo ist denn die gute Krypta? Da, da, na, na, na. Okay, am Anwesen, da oben. Gut. Da würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg, hä? Kann ich mehr. Ich kann. Kannst nicht mehr. An Drang von Stahl. Ja. Du wirst gleich auch ersticken. An meiner Faust, du Pfosten. Gottes Willen, dieses Rumgelaber, das ist ja manchmal echt nervig. So, hier gibt's aber auch irgendwie nichts mehr, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber gut. So, ab zum zum Außenposten. Das ist immer ein bisschen schneller, glaube ich. Hexe sind unfruchtbar, wie Zauberinnen. Ach, Gott sei Dank. So. Abi, abi, abgalabi. Also muss ich echt sagen, ne, dieser Fall, die Fallfähigkeit von Geralt ist echt lächerlich geworden. Okay, deswegen gehen wir lieber hier nicht lang, sondern wählen den Fußweg. Was ich so ein bisschen vermisse, sind so Höhlen, Hinterwasserfällen und so weiter und so fort. Geht ja doch. Schön. Im Fluss lang gewatschelt ist er. So. Na dann. Alli-hup. Shani schon da? Ach, macht sich ein Blumenkränzchen, die Gute.
Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ach, die romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Hm? Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Och. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nicht werden. Na dann. Ich bin ja mal gespannt. Gehen wir? Gehen wir. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst das nicht mitkommen, wenn du nicht willst, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Ja, das ist aber ordentlich hier, muss man mal sagen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Schätze. Ophirischer Kittisch. Ein paar Kronen. Bisschen hier Grabplünderung. So, mal gucken, haben wir da eine Karte? Haben wir natürlich keine Karte. Da wollen wir erstmal nicht hin. Okay, abgeschlossen. So, dann gucken wir mal. Er scheint zu sehr, dass es schwierig wird. Schwer. Zeit zu sterben. Mehr bitte. Mehr. Das war's schon? Also hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Okay, warte mal, bevor wir hier irgendwas noch machen. Alter Grabstein. Inschrift fast völlig verwittert. Erstmal ein bisschen hier plündern. Ein paar Sachen mitnehmen. So, wir müssen, glaube ich, die Särge absuchen. Kestatis? Den suche ich nicht. Nee. Er liegt bestimmt genau in der Mitte. Aber das ist jetzt auch egal. Wir wollen erstmal hier ein bisschen gucken. Eulalia von Everick, gestorben 1250. Ui. Das ist aber früh. Hier kann man runter, das ist schon mal gut. Grabplünderer. Münzen. Nehmen wir alles mit. Okay. Okay, hier gibt's einen Geheimgang, würde ich sagen. In irgendeiner Art und Weise. Oder? Ach ne, der führt dann oben lang. Okay. Goodies. So. Das ist sehr... Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Oh, wer bist denn du?
einer, der den Kryptaschlüssel hat. Das heißt, wir können erst nochmal zurückgehen und uns umschauen da oben. Alles mitnehmen. Uiuiui, hier ist was los. Der war ein bisschen pilzbewachsen, der Kerl. Okay. Ich vermute, dass wir hier irgendwie rauskommen. Unfreiwillig oder freiwillig, je nachdem. Und höchstwahrscheinlich nicht wieder zurückkehren können, ha? Wobei. Oh Gott, warte. Drecksvieh. Oh Gott, das ist echt stressig. Können wir, haben wir alles vorher schon mal ein bisschen aufge... Oh. Da war eine Leiche. Auch eine Leiche. Hinten krabbelt doch schon wieder die nächste. Oh, Kistchen. Fackel bitte. Interessant ist, wo wir herauskommen. Ah, alles klar. Logisch. Haben wir davor noch gesehen. Hätte ich auch so rumgehen können. Okay, gut. So, die Krypta ist abgesucht. Wir reparieren mal eben noch unser Messerchen. Und werden jetzt hier mal drauf drücken. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Warum? Wladimir von Ever, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Leben und Tod und Chaos hinein. Oh. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Okay. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Aha. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Ja, da bin ich mal gespannt. Was jetzt passiert? Leben und Tod und Chaos hinein. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Leben und Tod und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen.
Meinst du? Bist du der Geist von Vlott? Wer fragt nach meinem Enkel? Einmalei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everett erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Vladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlott bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Ach, na toll. Tötet ihn von Everett. Ja, ist ja gut. Olgierd ist doch am Leben, ihr Pisser. Meine Fresse. Der ist doch noch am Leben. Oh. Alter Schwede. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everett, Olgierds Bruder. Oh. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Er ist ja cool drauf. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ihr immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Sehr schön. Coole Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Super. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen?
Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgier doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist das passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Sehr gut. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Okay. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ja. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ah, ich weiß auch nicht. Ach komm. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Oh nein, hab ich doch gedacht. Hab ich mir doch gedacht. Sehr schön. Jetzt bin ich erstmal. Geralt, wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Hallo, schöne Maid. Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben. Oh, geil. Und den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Es ist seine Schuld. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine.
Die von Olgierts Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu, ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Das ist ja geil. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke, warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Oh Gott, wie geil ist das denn? Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha, wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Everreck. Mit mir, mein Oh Zartchen, Gott, das wird lustig. Wirst du den Abend deines Lebens genießen. Oh ja. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everreck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh. Die Heuböden warten. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Aha. Also, Hexer. Auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Sehr schön. Habe ich die ganze Zeit so einen Geist am Arsch, aber das ist echt lustig gemacht. Ohne Scheiß. Da freue ich mich jetzt drauf und ihr euch hoffentlich auch, denn wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier und werden dann schauen... Feine. Wo ist er eigentlich hin? Was der gute Geist... Finger weg von ihr. So alles anstellen will. Also, haut da rein, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.